herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Desperados Wanted Dead or Alive. Wir sind jetzt hier in der nächsten Mission angekommen, weil wir schon den nächsten befreit haben, und zwar diesen Doc McCoy in der vorherigen Mission. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir jetzt Doc seine Fähigkeiten erlernen in der Trainingsmission von ihm, und dann schauen wir gleich mal weiter, wie es weitergeht mit der nächsten Mission in diesem Western-Spiel. Es ist ein Echtzeit-Taktikspiel, für die ich das noch nicht gesehen habe bisher. Es ist schon mein drittes der Echtzeit-Taktikspiel, was ich auf meinem Kanal spiele, mittlerweile als Let's Play-Serie. Ja, soviel dazu. Ich wünsche euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Wenig leiser hier. Nicht zu laut. So, sind wir denn stehen geblieben hier? Mission 5. Schauen wir mal, es ist hier im Sumpf. Und da müssen wir jetzt die Fähigkeiten von Doc McCoy erlernen. Es flattert mal ein bisschen, wenn es woanders zugreifen muss. So, was hat da? Schlossknacken. Der kann Schlösser knacken. Verschlossene Tür stellen mit dem Mauszeiger darauf. Aha, okay. Achten Sie auf den veränderten Mauszeiger. Ja, habe ich schon gesehen gerade. Er hat einen Dietrich bei sich. Cool ist. Da ist eine Truhe. Da dürften seine Sachen drin sein. Im letzten Video hat er ja gemeint, er hat seine Sachen nicht mit. Wir sind jetzt bei ihm daheim. Hast du deinen Krempel jetzt beisammen? Dieser Krempel wird dir vielleicht nochmal das Leben retten, Klugscheißer. Das bezweifle ich. So, na dann schau mal genau her. Siehst du das Boot dort drüben an der anderen Uferseite? Ich bin ja nicht blind. Versenk es. Hä? Du sollst es versenken. Von hier aus? Unmöglich. Unmöglich? Vielleicht für deine Winchester, mein Freund. Aber nicht für meine Bandline und diese speziell von mir angefertigten Präzisionskugeln. Oh, ein Scharfschütze ist es quasi. So, schauen wir mal. Was hat er? So, Hotkey für Bandline und anschließend Hotkey für Präzisionskugeln hier. Bandline, was ist Bandline? Ach so, das ist ein. Was, er schießt mit dem Revolver darüber? Ich dachte, er hat ein Scharfschützengewehr jetzt. Und. Ja, der Aufsatz. Ich genau eine Kugel hier. Er hat genau das Seil getroffen, das gibt's ja gar nicht. Respekt. Gar nicht übel, alter Mann. Und was hast du sonst noch für Überraschungen in deiner Wundertüte? Gas. Gas? Ja. Ein hochwirksames Betäubungsgas. Leider hält die Wirkung nicht sehr lange vor. Warte, ich zeige es dir an dem Krokodil dort hinten. Schauen wir mal. Was kann er? Er kann Gas machen. Ich hab das vergessen, ich hab das schon so lange gespielt. Schon so lange her, dass ich das gespielt habe, das erste Mal. Ach ja, die Gasfläschchen, so war das. Hotkey für Gasfiolen. Drücken und jetzt betäuben wir mal das Krokodil hier. Was passiert jetzt? Überzeugt? Ha, Dynamit ist wesentlich effektiver. Ja, aber mit Dynamit kommst du nicht so weit. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass du deine Fläschchen weiter werfen kannst, als ich meine Dynamitstäbe. Wer spricht denn hier von Werfen, Söhnchen? Du gehst mir mit deinen dummen Anspielungen ganz schön auf die Nerven, alter Mann. Dann will ich dir mal erklären, was ich meine, damit du nicht dumm sterben musst. Sieh her, was ich hier noch in meiner Tasche habe. Was denn das? Sieht aus wie eine Schweinsblase. Hm, gar nicht schlecht. Diese Schweinsblase, wie du sie nennst, besteht aus einer speziellen Tierhaut. Ich bin hier ruhig gespannt. Ich habe sie mit einem Gas gefüllt, das leichter als Luft ist. Also ein Luftballon. Eine besondere Vorliebe für Gas zu haben. Und nun pass auf. Ich binde eine meiner Fiolen an die Blase und lasse sie fliegen.
Sie wird das nenne ich mal ein taktisches Element. Und man kann sie so auch auf große Entfernungen hinweg über jedem beliebigen Ziel vom Himmel posten. Ich kann es dir ja mal mit dem Krokodil demonstrieren, das auf dem Felsen dort drüben mitten im Sumpf liegt. Ich bitte darum. Das glaube ich nämlich erst, wenn ich es mit meinen eigenen Augen sehe. Mit euch bin ich aber auch gespannt. Viel Spaß haben. Ja, jetzt dämmert es mir wieder. Der kann seinen Gasluftballon aufsteigen lassen. Zuerst auf die Viole klicken, dann auf den Gasluftballon. Jetzt sehe ich die Windrichtung. Okay, es fliegt in die Richtung. Ich drücke auf OK. Hier bestätigen, anklicken. Was ist was? Wenn wir anklicken, der Ballon kann jederzeit abgeschossen werden. Aha. Beeindruckend, wirklich sehr beeindruckend. Jetzt würde mich aber doch mal interessieren, wie lange die Wirkung von diesem Gas nun tatsächlich vorhält. Ich würde das an deiner Stelle lieber nicht tun. Oh, shit. Krokodil hat ihn gebissen. Verflucht, das Mistvieh hat mich gebissen. Oh, shit, tut das weh. Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass das Gas nur beim Menschen wirkt. Tiere reagieren eigentlich gar nicht drauf. So ein Pech. Das war mir glatt entfallen. Komm schon, Doc, hilf ihm. Na schön. Dann werde ich wieder wohl heilen können. Sehen und desinfizieren. Wenn er dann unter Doc ist, oder? Ja, ich kann Leute verarzten. Das wird böse enden. Also der hat ein paar sehr nützliche Tools hier, finde ich. Danke. Könnte nicht sagen, dass es mir ein Vergnügen war. Okay, Mann, die zicken rum hier. Wartet, eine Frage hätte ich da noch. Wozu schleppst du selbst bei dieser Hitze einen Mantel mit dir rum? Damit kann ich mich verdoppeln, Klugscheißer. Verdoppeln? Warte, ich zeig's dir. Ach ja, das noch. Voll die coole Sache. Ich kann mir einen Mantel hinhängen, so wie ein Zauberer. Abbauen mit Maustag auf die Vogelscheuche wieder draufdrücken. War es eine coole Sache, oder? Wenn mich jemand verfolgt. Hat mir eigentlich schon gereicht. Hör zu, Klugscheißer. Dieser Trick hat mir schon mehr als einmal das Leben gerettet. Na dann vorwärts, machen wir uns auf die Suche nach Kate. Irgendeine Ahnung, wo sie stecken könnte? Wahrscheinlich in Schwierigkeiten. Ja, jetzt müssen wir Kate auch noch retten. Voll cool, dass man die nach der Reihe quasi irgendwie retten muss. Nimmst du dir auch ein Pferd, oder? Könnte eng werden. Los, vorwärts! Wunderbar. Der hat ein paar coole, nützliche Sachen hier. Und wie ihr seht von dem Zusammenspiel der Dinge hier, bei Nacht sind die Sichtkegel der Gegner wesentlich kürzer, solange die Person nicht in einer Lichtquelle schaut. Dafür reagieren Gegner bei Nacht wesentlich sensibler auf Geräusche. Ein Video. Ich glaube, das ist Kate. Gentleman, wenn ich dann bitten dürfte. Gentleman. Oh, ein Pärchen. Mutig, mutig. Verflucht. Zwei Asse? Oh oh, zwei Pärchen. Eins mit Königen und eins mit Assen. Tja, dann bin ich wohl jetzt an der Reihe. Herz und Karo-Bube, Pik und Kreuz-Dame und eine Herz-Dame. Full House. Gentlemen, es war mir ein Vergnügen. Moment. Oh, mir scheint, Sie sind nicht nur ein schlechter Spieler, sondern obendrein auch noch ein schlechter Verlierer. Jetzt muss ich, glaube ich, Kate retten. Müssen die denn alle gerettet werden hier? Und du bist sicher, dass wir Kate hier finden? Hey Mann, lies doch die Plakate, die hier überall hängen. Großes Pokerturnier. Kate ist in diesem Kaff, todsicher. Eine solche Chance lässt sie sich nicht entgehen. Rete die Kate, die alte Pokerspielerin. Ich sehe zu, dass ich herausfinde, wo sie steckt. Wird nicht allzu lange dauern. Los, vorwärts!
Würden Sie bitte Ihren Revolver abgeben, Mister? Heute ist in dieser Stadt das Tragen von Waffen untersagt. Kein Problem. Okay. Ich glaube, jetzt ist mir noch keiner feindlich gesinnt. Noch nicht. Wie war das hier? Irgendwie ist es auf dem Schiff gewesen. Wenn ich mich recht entsinne. Whisky? Danke. Ich bin nur auf der Suche nach einer Bekannten. Die Lady nennt sich Kate O'Hara. O'Hara, genau so hieß sie. Großrote... Kate O'Hara? Ja, habe ich was Falsches gesagt? Der Teufel soll sie holen, Mister. Die saubere was? Lady wird gerade den Fischen zum Fraß vorgeworfen. Mit Falschspielern und deren Freunden machen wir in dieser Stadt nämlich kurzen Prozess. Falschspielerin. Hey. Greife ich mich gerade an? Der nächste, bitte. Man kann vom Balkon genau auf Pferde springen. Oi. Wow, das hat ja wirklich nicht lange gedauert. Die machen nur Blödsinn, die drei. Ja, anscheinend hat sie mal wieder die Karten etwas zu auffällig zu ihren Gunsten gemischt. Hast du rausbekommen, wo man sie festgesetzt hat? Wenn mich nicht alles täuscht, wurde sie an Bord des Raddampfers gebracht, der oben an der Mole liegt. Ja, genau so war das. Man muss zu diesem Schiff hin. Rein und holen sie uns. Aha, guter Plan, Mann. Guter Plan. Lautet der Plan. Wir gehen hin und holen sie uns. Ja, genau. Man kann im Schatten verborgen sein. Das haben die eh schon fast so gut gemacht wie ganz moderne Spiele hier. Das war noch aus einer Zeit, finde ich, diese Spiele, wo man sich sowas angeschaut hat und sowas gespielt hat und irgendwie hatte das Flair und Stil und so, machen wir eine Uhr hier. Jetzt ist der Radius viel größer, weil Nacht ist. Wow, was ist denn hier los? Na, mal sehen. Mann, sind da viele. Und so wild. Ich muss dennoch hier eine Uhr hinsetzen. Beeilung. Das mit den Tastenkürzeln haben die etwas seltsam gelegt. Die Tasten da oben, die sind auf G, H, I, J, K. Und los. Alles klar. Das war jetzt nicht so schwer. Schauen wir mal, was da so ansteht. Wow, relativ viele Leute hier gleich für die eine. Das ist die zweite oder dritte richtige Mission und dann schon so viele Leute. Finde ich jetzt nicht seltsam, aber auch nicht unbedingt einfach. Ich muss da jetzt weiter hier auf die Richtung, in die Richtung, glaube ich. Ja, ich glaube, ich muss mich da so durchschlängeln zwischen die Häuser und dann so rauf. So, also nochmal kurz zur Erinnerung, was habe ich. Ah, da war jetzt einer gewesen, der hätte ich töten können. Der ist hier vorbeigeritten. Ich hätte nämlich die Schlange draufstellen können. Jetzt mache ich eine Schlange hier hin. Schießen werde ich jetzt nicht, das ist blöd. Und die Fiolen verbrauchen tue ich auch nicht. Hat sein Pferd mal abgestellt, kommt der wieder? Ich finde das ziemlich cool so. Auch die Musik hier so, westernmäßig. Okay, nimm deine Schlange wieder. Da kommt keiner mal vorbei anscheinend. Jetzt habe ich nämlich kurz weggeschaut, den hätte ich auch noch haben können, den zweiten. Hier hinten ist, glaube ich, wieder Schatten. Schneller. Wir wandeln im Schatten hier. Kommen wir vorher bei Shadow Tactics.
Immer wenn ich auf Messer umschalte, fängt er an mit diesem. Beeilung. Jetzt oder nie. Die sehen nicht so weit hier, weil es so dunkel ist, also. Bisher ganz easy. Hat hier jemand einen Arzt gerufen? Ich könnte mich jetzt hier spielen mit dieser Statue, glaube ich. Also mit dem Fake. Hoppla. Mit dem Fake-Anzug. Ja, ich kann seine. Wie nennt sich das? L? Ich kann ihn mal versuchen, da irgendwo aufzustellen. Schlechter Tag zum Sterben. Vielleicht funktioniert das so. Ja, so habe ich das, glaube ich, früher auch mal gemacht. Damit locke ich Leute an, quasi. Und wenn es wahr ist, kommt er jetzt her. Sieht er soweit? Ich vermute nicht. Sieht er die? Ich müsste die noch ein bisschen weiter nach vorne stellen. Ich hab so eine Ahnung. Wir sehen uns in der. Ich weiß noch nicht, ob der jetzt gleich losschießt auf die Rede oder ob er erst hinläuft oder was auch immer er macht. Schlange. Oh, ist eine Kiste. Kann man die was nehmen? Ah, der hat da was. Es sind Fiolen für ihn, glaube ich, da oben in dieser Kiste. Schauen wir mal, ob das funktioniert hier. Sieht er den? Der sieht ihn, wenn er sich umdreht, glaube ich, jetzt. Der eine Typ ist wieder da, der seine riesigen Runden dreht. Jetzt sieht er ihn. Hat er nicht gesehen? Nein, hat nicht ausgereicht. Gut, dann nimm deine Klamotten wieder mit. Ich muss hier echt über die Straße drüber. Ist immer ein bisschen gefährlich, finde ich. Hier ins Haus rein werde ich jetzt nicht gehen, weil das noch schlechter ist. Probieren wir das mit der Uhr. Nicht so, mit der Uhr. Ja. Los geht's. Schneller, Mann. Vorwärts. Ob die ausreicht? Die Leiche liegen. Ist das zu weit? Ja, ist das zu weit. So, nochmal. Und los. Ah, das war zu kurz von der Zeit her. Nochmal. Dann wollen wir mal. Kann er die Zeit einstellen, wann das Ding läuten soll? So ein Countdown. Jetzt habe ich 10 Sekunden Zeit, wann der jetzt herkommt mit seinem Sichtkegel oder was auch immer. Okay, jetzt kommt er. Jetzt wird's aber was. Dann wollen wir mal. Und los, das nur. Ach, okay. Das hat so lange gedauert. Aber so funktioniert es. Ich weiß nicht, es könnte auch sein, dass ich nicht schmeißen konnte, weil er. Es könnte sein, dass ich nicht schmeißen konnte, weil. Auf geht's. Jetzt oder nie. Ich kann mich darunter verstecken. Ah, ich hoffe, das war gut von der Zeit, die 20 Sekunden. Ja, ich glaube, er hat ihn selbst nicht gesehen. Ich glaube, er kann nicht so weit schießen. Ah, das sollte funktionieren. Alles klar. Jetzt hör das. Wer da? So, jetzt kommt er her. Robert, ist das du? Warum schmeißt du nicht? Also das funktioniert nicht, weil er selbst nicht hinschießen kann. Also wenn es zu dunkel ist, kann ich das Messer nicht so weit schmeißen.
Ich habe auch keine Fallen. Jetzt komm ich! Hat hier jemanden Arzt gerufen? Jetzt komm ich! Hat hier jemanden Arzt gerufen? Damit lasse ich dir aber alle in Frieden hier, oder? Ja, ich muss den anlocken hier, weil das ist ja der Nächste, der mich stört hier eigentlich. Beeilung. Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Und los. Ich muss nur näher ranlaufen jetzt, wenn der jetzt da ist. Wunderbar. Und zwar, wenn er den ganz, ganz kleinen Blickradius hat. Echt jetzt? Jetzt komm ich. Komm schon, der boxt mich. So, wie mache ich das hier? Das ist gar nicht so einfach gerade. Also ich muss darüber. Ich kann nicht Chatmesser werfen, weil ich nicht kann. Weil sich das nicht ausgeht mit dem Messer hier. Ich muss aber noch näher ran hier, dann funktioniert das schon mit dem Messer. Ich will hier nicht schießen oder was? Und eine Schlange ist eigentlich nur für Pferde da, oder? Ich probiere mal kurz die Schlange dahin zu stellen. Mal sehen, ob ihn die Schlange... Aber ich glaube, er schießt die Schlange tot. Soweit ich mich noch erinnern kann, kann er auch Schlangen tot schießen. Jetzt läuft er hin, sieht die Schlange. Ah, sie ist mir schon lange tot. Genau das passiert. Was soll man? Man kann das nicht. Wahnsinn, hier. Ziemlich schwierig aktuell. Ah. Quick Save, ja. Also, ich kann keine Uhr stellen. Ich kann schon eine Uhr stellen. Ich kann ihn nur nicht töten hinterher. Ich muss aber eine Uhr machen hier. So, jetzt machen wir mal kurz was. Also, die Uhr ist das Wichtigste, glaube ich. Schlussendlich läuft es doch auf diese Uhr hinaus. Es muss funktionieren, dass ich ihm ein Messer von hinten in den Rücken jage. Doch, das läuft sicher. Ich muss nur näher ran. Na, mal sehen. Ist das wahr? Das kann ja nicht wahr sein. Mensch. Der perfekte Messerwerfer schmeißt aus zwei Metern Messer, was überhaupt nicht funktioniert hier. Wir machen gleich die Uhr. Kleinigkeit. Vorwärts. Und los. Wer da? Ja, und jetzt? Ist das da? Na endlich. Beeilung. Hat er doch geklappt. Jetzt oder nicht? Boah. Ich denke mal, eine schwere Geburt hier. Zur Sache jetzt. So, John Cooper. John Sam Doc. Schön einprägsame Namen hier. Ich würde sagen, wir machen das mit der Uhr nochmal, aber diesmal können wir es ja. Und los. Na, mal sehen. Alles klar. Wo ist der?
Vorwärts. Ja, und jetzt? Sieht mich da immer. Salam. Jetzt komm ich. Gehen wir so. Hi. Doc, kannst du mich heilen? Dann heil mich bitte. Okay, er konnte mich heilen, das heißt, ich habe nur 3 erwischt, aber besser als nichts. Ich lasse das, auch wenn ich jetzt ein bisschen verletzt bin. Man lernt halt nie aus. Gut ist, nicht der beste Einsatz der Welt, aber es hat funktioniert. Ich habe ein paar erwischt. So, ich will nämlich hier weiter. Sie sind ein bisschen alarmiert jetzt, aber das vergeht ihnen. Solange nicht mehr Leute gekommen sind, es sind nicht mehr Leute da, ist das in Ordnung, glaube ich. Na, mal sehen. Wer da? Weiter geht's. Hat er mich gehört? Er hat mich gehört. Ich will nämlich den hier da oben töten jetzt. Spieluhr. Töten. Den da. Jetzt warte ich mal, dass die hier alle rausgehen. Dann komme ich raus. Dann komme ich raus und töte den. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt gewesen. Ah! Hört er mich, oder? Er hört mich. Spieluhr. Und los. Wer da? Komm schon. Jetzt oder nie. Was ist denn hier? Er schmeißt echt ein Messer. Warum auch immer, er hat hier nicht reagiert, so wie ich das wollte. Jetzt hat er halt ein Messer geschmissen. Gut ist, auch nicht so schlimm. Jetzt kann Doc McCoy da rauf und sich noch ein paar Fiolen holen. Vielleicht hätte ich mit der Fiole die Leute hier einfach betäuben sollen. Ich bin mir nicht sicher. So. Aber das da ist L, oder? K. K ist es. Achso, J. Ich habe die ganze Zeit die falsche Taste gedrückt. Mach schon. Warum boxt mich der zuerst? Heinz, wo bist du? Achso, da oben drin. Ich will den auch noch töten. Dann kann ich nämlich hier... Auf geht's. Vorwärts. Hey, du da. Sieht er mich? Also hier im Wilden Westen, das ist schon arg, wenn man hier einen falschen Move macht. Ich kann nicht zufällig da direkt was raufschmeißen. Ja. Naja, was hat er denn auch so ein... So Klapperstiefel hier, so Cowboystiefel. Ich meine, ist schon klar, wir sind hier im Wilden Westen, aber was rennt er mit diese Cowboystiefel hier rum? Da waren die Ninjas schlauer. Wenn ich da jetzt einmal rauskomme, dann sieht mich der auf der Stelle. Na toll. Ja,
Es hat keinen besonderen Sinn, den versuchen zu töten, weil es nicht funktioniert. Ich kann maximal probieren. Wahnsinn, dass er kein Messer schmeißen kann. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Flugkurve, also die Schussbahn ist nicht frei oder was auch immer. So, wen habe ich noch? Ich habe hier unten die zwei. So. Ich lasse mal den da rüberlaufen. Der soll sich sein Verbandszeug holen. Gut. Ich glaube, jetzt waren da entweder Verbandszeug oder Fiolen da oben drin. Schauen wir mal, dass wir... Kinderspiel. Ich muss da irgendwie weiter. Ich bin nicht sicher, ob ich Zivilisten auch töten darf, soll, nicht soll. Klappt ja wie am Schnürchen. Lassen wir es krachen. Okay. Schauen wir mal, kann man da runterspringen vom Balkon? Ich vermute nicht. Nee, kann man nicht. Aber ich kann von oben schießen. Aber es ist laut. Schießen wir hier wieder mal laut. Ich könnte einen Luftballon steigen lassen, den ich dann aber nicht abschießen kann. Das sind zwei normale. Das ist böser, das ist böser. Der hier stört da. Alles klar. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Ich gehe den jetzt verhauen da. Komm schon mal. Na, mal sehen. Ja, da hinten ist Schatten, das ist gut. Ich hab den jetzt mal verhauen, weil der nervt. Der läuft dann mal rum und sieht mich. Mal sehen, was er macht, wenn er jetzt wieder aufsteht. Ich weiß nicht genau, was passiert. Es ist eine Folge, die... Also eine Geschichte hier, wo man sich ihm noch ein bisschen einspielen muss mit all die Charaktere. Um zu sehen, wie reagieren die Zivilisten, wie reagieren die auf Geräusche, wo kann man welche Fähigkeit irgendwie einsetzen. Also muss immer ein bisschen, ist ein bisschen eine Lernphase immer bei diesen Spielen, bis man es ein bisschen draußen hat. Hinterher muss man halt mehr tüfteln, wie löst man das, aber an sich ist mal gut zu wissen, wie funktionieren die ganzen Charaktere. Jetzt habe ich jetzt beide ausgewählt, die werden wir jetzt mal davonlaufen hier. Komm schon, beide. Ja, ich habe die mal beide hier in den Schatten gestellt jetzt. Es dauert ja ewig, bis der sich wieder erholt. Kann ich ja weiterspielen hier. Ich geh mal den hier abschießen. Mann, der klappert hier rum. Und los. Wow. Sieht er den? Nein. Also ich konnte hier nur durch, damit ich jetzt den hier töte. Sonst für nichts. Beeilung. Kleinigkeit. Hol dir dein Messer. Alles klar. Jetzt komm ich. Was für ein Job. So, alle dreimal durch. Ich laufe jetzt immer von Schatten zu Schatten. Das war gut. Ich hole den noch und trage ihn in den Schatten rein, damit ihn keiner sieht. Ah, ich glaube, ich mache mich gar nicht so schlecht hier. Ja, das kann man lassen.
Die Uhr, wo ist denn die Uhr? Oh ey, wo ist meine Uhr? Die habe ich irgendwo liegen lassen. Ach Leute, wo ist meine Uhr? Hier. Das ist bei den Spielen hier ein bisschen blöd, weil man was falsch macht. So wie das jetzt mit der Uhr. So, wir hoffen mal, dass es funktioniert. Ja. Das gibt's ja nicht. Alles klar. Dann wollen wir. Gut. Die Entfernung gerade noch gestimmt. Okay, noch ein. Ich mache das jetzt alles mit ihm und mit dem Messerwurf. Ist so ähnlich wie bei Shadow Tactics mit den Shuriken. So, was ist als nächstes Jahr geplant? Viel nicht mehr. Zwei Zivilisten. Ein Hund ist hier. Ein Hund ist nicht gut. Ich werde mit dir. Der Hund läuft mir nach und bellt. Sollen wir nicht? Also hier hinten werde ich Fiolen brauchen oder Dynamit oder irgendwas in die Richtung. Bei der Menge an Menschen, was da herumsteht. Was ist das da? Da kann man rauf und runter. Diese Pfeile deuten immer an, ich könnte irgendwo hin. Ich kann da auf den Balkon rauf. Kann ich noch rauf? Das dürfte hier am Haus sein, irgendwo da hinten. Ich glaube, ja, es deutet nur an, ich könnte da hin. Auf diese Leiter. Wie fliegt denn der Wind? Mal sehen, wie der Wind geht. Wow, was ist mit dem? Ach, der macht nichts. Okay, gut, der macht nichts. Schauen wir mal kurz, wenn ich jetzt eine Fiole... In welche Richtung geht der Wind? Achso, der Wind geht jetzt nach rechts. Das heißt, er geht nach... Osten, nach Südosten. Das ist nicht gut. Bringt mir nichts. Wenn der Wind in die Richtung gehen würde, nach rechts oben, könnte ich eventuell mal später so Fiolen an den Luftballon hängen. Aber ich habe noch Fiolen. Ich habe Fiolen, ich habe Verbandszeug, ich habe so einen Typen. Soll ich den Hund töten? Gibt's ja Alarm, das ist nicht. Okay, man hat es nicht weit genug gehört. Nee. Ich verbrauche das jetzt nicht. So, wir spielen jetzt hier noch ein bisschen noch, dann machen wir einen Safe. Ah ja. Oh. Reg dich nur künstlich auf hier. Was hat er denn? Solange der Hund nicht kommt? Wer sind Sie oder nie? Wer da? Angekommen. Ich bleib hier oben. Solange die keine Verstärkung holen oder was in die Richtung, dann passt das. Oh ey, sieht er den Verletzten jetzt? Nee. Wenn er nicht weiterläuft, sieht er den Verletzten nicht. Nee, okay. Ja, schrei nicht so rum hier. Gut ist. Okay, wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen die Hälfte von der Mission gespielt, glaube ich. Sicher bin ich nicht, aber circa die Hälfte habe ich schon gespielt jetzt. Ich speichere hier an der Stelle.
Kann natürlich jetzt Leute irgendwo anlocken. Alles klar. Nein, ich hätte eine Uhr, ich wollte eine Uhr dahin platzieren. Ja, ich platziere schnell die Uhr dahin. Das machen wir noch. Oh je. Da kommt es mit mehreren. Die kommen jetzt zu zweit her. Ja, eine Dynamitstange hätte es gleich mal 5 auf einmal erwischt. Also man kann mit einer Dynamitstange extrem viele Leute auf einmal treffen. Na gut, das schauen wir uns nächstes Mal an. Ich glaube, wir machen an der Stelle hier ein Save. Ich speichere aber den richtigen Spielstand. Wir sind gut unterwegs, glaube ich. Das kann man so lassen hier. Ja. Schauen wir uns, versuchen sie auf den Raddampfer zu gelangen und Kate zu befreien, die irgendwo an Bord gefangen gehalten wird. Ja, das machen wir. Ja, läuft ja gar nicht so schlecht. Wir haben hier unten noch ein bisschen was zu machen. Was heißt ein bisschen was? Ein bisschen viel. Ein bisschen muss ich noch mit dem Spiel warm werden. Ja, ich bin eigentlich nicht unzufrieden, obwohl es etwas langsam hier vorangegangen ist in der Mission. Es ist nicht so einfach gemacht. Vor allem hier in der Nacht. Wenn man dann sich an die Leute ranschleicht, machen die gleich hier Krawall und bringen einen um. Wenn man eine Schlange hinstellt, töten die Schlange. Wenn man diese Figur hinstellt, diese Attrappe hinstellt, laufen die nicht hin. Also egal, was ich da jetzt irgendwie so probiert habe, es hat alles nicht so auf Anhieb funktioniert hier und es geht deswegen meiner Meinung nach das Schleppen voran. Vielleicht muss ich es etwas wilder angehen, vielleicht ein bisschen mehr schießen, ein bisschen mehr Fiolen, ein bisschen mehr Dynamit, so in die Richtung. Aber ich muss sagen, es hat einen coolen Stil, das Spiel. Es hat einen coolen Stil, es gefällt mir von dem, wie sich's aufgebaut ist, aber es ist gar nicht so einfach. Wirklich nicht einfach. Vor allem, der kleinste Fehler wird nicht verziehen hier. Man hat keine Deckung, die kommen. In der Nacht kann man nicht so gut zielen. Man schießt vorbei, die schießen zwar auch vorbei, aber die kommen zu fünft. Und irgendwann ist man dann tot. Ja, ich weiß noch nicht. Wir schauen es uns an in der nächsten Mission. Ich hoffe, dass ich dann etwas besser mit der ganzen Spielmechanik zurechtkomme. Es würde mich freuen, wenn ihr hier meinen Kanal abonniert, falls euch das gefällt und ihr dann auch neue Videos sehen wollt von Desperados oder auch anderen Serien, die ich hier spiele. Ich danke auf jeden Fall fürs Einschalten und für alle, die sich das Video bis hierhin angeschaut haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Wingman.